Einen Augenblick. Eigentlich müsstest du dir noch diese Bücher ansehen, Franz. Ich studiere jetzt sehr eingehend diese Erfahrung. Man kann unheimlich viel aus ihnen lernen. Aber ich wollte jetzt etwas anderes. Er blättert in einem dünnen Heftchen. Also, mein Plan ist fertig. Ich habe hier den Eisenbahnfahrplan. Hör mal gut zu. Wenn du keinen anderen Bescheid bekommst, dann wird morgen Nachmittag um 16 Uhr, wenn der Personenzug von Barmen nach Elberfeld vorbeirollt, die Sache steigen. So, herzlich willkommen zur Donnerstagsausgabe der Satzfalken. Heute mit Jan Kreinkamp. Und Olaf Reitz. Auf den ersten Blick verwundert das. Die Erde ist noch jung und glutflüssig durch und durch. Damals soll es schon flüssiges Wasser gegeben haben, ja? Wenn der Druck in der Atmosphäre hoch ist und die Erdkruste schon starr, dann geht es, dann bleibt das Wasser auch bei höheren Temperaturen flüssig. Sicher wissen wir, wie die Geschichte weitergegangen sein muss. Vor mehr als 4,5 Milliarden Jahren war die Erde noch weitestgehend glutflüssig. Deshalb verdampfte das Wasser auch sofort wieder. Da der junge Planet aber schon genug Masse hatte, reichte seine Anziehungskraft aus, um diese erste feuchte Atmosphäre zu halten. Die muss so dicht gewesen sein, dass man den Mond, der zu jener Zeit in nur 60.000 Kilometern Entfernung bereits entstanden war, nicht hätte sehen können. Ne? Dazu kam jede Menge Kohlendioxid, Methan, Ammoniak und einiges mehr. Die Atmosphäre glich wohl eher der Venus von heute, quasi 100% Kohlendioxid. Was haben Sie auf dem Herzen? Oh. Reden Sie frei von der Leber weg. Sie rauchen da eine gute Sorte. Eine blonde Pegasus. Ziemlich teuer. Dafür anständig. Vorher rauchten Herr Bürgermeister was anderes. Rösli 5. Billiger. Allzu starker Tabak. Eine neue Krawatte? Seide. Und Schuhe haben Sie wohl auch gekauft. Ich ließ Sie von Kalberstadt kommen. Komisch, woher wissen Sie das? Deshalb bin ich gekommen. Was ist denn los mit Ihnen? Sehen Sie bleich aus? Krank? Ich fürchte mich. Fürchten? Der Wohlstand steigt. Das wäre mir das Allerneueste, wäre erfreulich. Ich verlange den Schutz der Behörde. Ei. Wozu denn? Das wissen Herr Bürgermeister schon. Ich liege wo am Wegrand übermattet und über mir die finstre, kalte Nacht und zähl schon zu den Toten längst bestattet. Wo soll ich auch noch hin, von Grauen überschattet, die ich vom Monde euch mit Liedern still bedacht und weite Himmel blau vertausendfacht? Die heilige Liebe, die ihr blind zertratet, ist Gottes Ebenbild fahrlässig umgebracht. Darum auch lebten du und ich in einem Schacht und doch im Paradiese trunken, blumenumblattet. Hollywood, das ist keine Stadt. Schon eher eine Erfindung. Für Fremde, eine Mischung von Palmen und schlechter Verbindung. Für Eingeborene, ein Wohnsitz mit Traumfabriken garniert. Für Zugereiste, ein Zustand, der häufig zu Zuständen führt. Gewiss, ich habe die Studios gesehen und ich fand sie durchaus nicht von Pappe. Und Donald Duck in eigener Person und echter Natur als Attrappe. Auch Gott den Herrn in Technicolor, er gab mir sein Autogramm. Und der Hauptengel blies das Saxophon, da standen die Heerscharen stramm. Die Betten der Stars sind aus Elfenbein und die Klos aus echtem Platin. Man trägt dort die Herzen aus Marmelstein und weint nur 1A Glycerin. Verstehen Sie, warum ich die Krise bekam? Weil ich das alles nicht mehr verstehe. Ich verstehe nicht, warum von so vielen das Einfachste nicht verstanden wird. Ich meine, der europäische Einigungsprozess und die Krise, in der wir uns befinden, mögen ja sehr komplex sein. Aber kann man sie füglich diskutieren, wenn man schon die einfachsten Voraussetzungen nicht verstanden und anerkannt hat? Es war die erfahrungsgesättigte Idee des europäischen Einigungsprojekts, eine Führungsmacht Deutschland in Europa in alle Zukunft zu verhindern.
Die Selbstverständlichkeit, mit der politische Eliten, Experten und Journalisten heute einen deutschen Führungsanspruch in Europa festschreiben, ist also zutiefst antieuropäisch, auch wenn es im Glauben geschieht, so die europäische Krise irgendwie meistern zu können. Ist da die Therapie nicht die eigentliche Krankheit? Ist das wirklich so schwer zu verstehen? Die supranationalen Institutionen Europas waren als letzte Instanzen zur Überwindung der Nationalstaaten gedacht und nicht als Bühne der Nationalstaaten. Ist das so schwer zu verstehen? Von nationalen Interessen geleitete Europapolitik ist also zutiefst antieuropäisch und kann die europäische Krise nur verschärfen. Ist das so schwer zu verstehen? Anders als in Europa, wo Donau und Rhein fließen, hat dies den Kontakt und Handel zwischen den Regionen behindert. Was wiederum die ökonomische Entwicklung beeinflusst und der Bildung großer Handelsregionen entgegengewirkt hat. Die großen Flüsse des Kontinents, Niger, Kongo, Sambesi, Nil und andere, haben keine Verbindung. Und bei dieser fehlenden Verbindung gibt es auch einen menschlichen Faktor. Während weite Teile Russlands, Chinas und der USA eine gemeinsame Sprache haben, die den Handel unterstützt, existieren in Afrika Tausende von Sprachen und es entwickelte sich keine einzelne Kultur, die ein Gebiet ähnlicher Größe hätte beherrschen können. Europa andererseits war klein genug, um eine Lingua Franca zu haben, in der man kommunizieren konnte und eine Landschaft, die Interaktion begünstigte. Es ist Donnerstag. Immer wieder donnerstags kommt die Erinnerung und Ihr Name kommt nicht von der Farbe, sondern von Weiße. Begeben Sie sich auf eine Reise mit Ava Weiss. Ava Weiss. Vorsicht. Wir bauen mal kurz unser Studio um für die Außensendung heute am Donnerstagmittag. So, mit Abstandsregeln. Wie groß sind Sie denn, Frau Weise Weiß? Nicht sehr groß. Ich hab da was mitgebracht. Klappt das? Ja, wenn man sich immer mit Schutz hat. Wow. Schick, schick. Der Hygieneüberzieher. Ein Pop-Schutz. Was haben wir denn mitgebracht? Ich habe eine kleine Auswahl. Sie Wünsche. Hat Bock. Ja, damit? Ja, hat sie Bock? Hat sie Bock? Sie hat Bock. Sie hat Bock von Katja Lewina. Mal gucken. Ich habe da hier sowas vorbereitet. Eine Freundin von mir hat da was vorbereitet. Ich glaube, ihr Lieblingsbeitrag. Zur Faszination Penetration. Es lief schon eine Weile zwischen Georg und mir und ich war vermutlich schon an die 300 Mal mit ihm gekommen. Schließlich konnte mein Unterleib manchmal kaum aufhören, hatte er erst damit angefangen. Gerade erst war ich 5 Mal in seinem Mund explodiert, das Bett war zerwühlt, seine MitbewohnerInnen waren in Angst und Schrecken versetzt. Dennoch war Georg nicht ganz zufrieden mit der Situation. Warum hast du bloß keinen Orgasmus beim Sex? Alle, mit denen ich bisher was hatte, konnten das, sagte er, auf Anhieb. Was für ein schizophrener Moment. Mir war nach Losprusten, denn mir selbst waren in meinem ganzen Leben vielleicht 3, 4 Frauen begegnet, die von rein raus kamen. Außerdem waren da noch all die Studien, die belegten, dass nur etwa 1/4 aller Frauen allein von rein raus zum Höhepunkt kommen. Empirisch betrachtet war das, was er sagte, also völliger Mumpitz. Andererseits stellte ich mich augenblicklich selbst in Frage. Was, wenn tatsächlich mit mir irgendetwas nicht stimmte? So wie während der Anfänge mit meinem ersten richtigen Freund, also dem, mit dem ich dann auch schlief. Sex mit Robert war der Himmel, und zwar mit Soße. Und nachdem ich das verstanden hatte, wollte ich nichts anderes mehr machen als das. Nicht ins Kino gehen, nicht auf Partys und die Schule konnte mir erst recht gestohlen bleiben. Nur eine Sache erschloss sich mir nicht. Warum kam ich nicht von seinem Schwanz? Immerhin hatten wir genau das in der Schule gelernt. Sex diente der Fortpflanzung, darum hatte die Natur es auch so eingerichtet, dass man dabei Spaß, also Orgasmen hatte. Was zur Hölle war also falsch mit mir? Nichts,
sagte Robert, der ein paar Jahre mehr auf dem Buckel hatte und von dessen reichlicher Erfahrung ich nicht nur in körperlicher Hinsicht profitierte. Nicht alle kommen so, das ist ganz normal. Ihre Worte penetrieren den Kopf. Schön. Unser heutiger Gast, aber weiß. Er war nie mit ihr allein, es gab kaum Gelegenheit zu einem längeren Gespräch. Er konnte sie gar nicht eigentlich kennenlernen, das kam erst später, in der Verlobungszeit und in der Ehe. Denn auch in der Brautzeit ließ man dem Paar nicht viel Gelegenheit, sich kennenzulernen. Man fand, dass dazu in der Ehe noch Zeit genug war. Es war also sehr berechtigt, wenn man bei der Gattenwahl die Familie vom Vernunftsstandpunkt ihr gewichtiges Ja gab, aber auch manchmal verweigerte. Es war nicht unberechtigt, wenn die Väter in diesem Ja-Wort den finanziellen Erwägungen große Bedeutung zuwiesen. Es war auch berechtigt, wenn der junge Mann bei der Wahl seiner zukünftigen Frau nicht allein durch den Reiz des jungen Mädchens, sondern bis zu einem hohen Grade durch die Wertschätzung, die er ihrem Elternhause entgegenbrachte, bestimmt wurde. Ich kann dagegen halten. Okay. Mit der feministischen Ethik. Achso, mal hier. Ne? Der moderne Kniegel. Jetzt wird's wissenschaftlich. Initialpunkt für das Aufkommen feministischer Ethik als Analyse und Kritik traditioneller Moralphilosophie ist Simone de Beauvoirs Schrift Das andere Geschlecht gewesen. In diesem Werk analysiert de Beauvoir die Diskriminierung von Frauen und führt diese auf die Konstruktion der Frau als das andere des männlich konnotierten Subjekts zurück. Die Menschheit ist männlich und der Mann definiert die Frau nicht an sich, sondern in Beziehung auf sich. Sie wird nicht als autonomes Wesen angesehen. Sie wird bestimmt unterschieden mit Bezug auf den Mann, dieser aber nicht mit Bezug auf sie. Sie ist das Unwesentliche angesichts des Wesentlichen. Er ist das Subjekt, er ist das Absolute, sie ist das Andere. Diese Konstruktion der Frau als das Andere wurzelte darin, dass die Kategorie des Anderen ein Grundzug des menschlichen Denkens sei, da unser Denken durch die Konstruktion von Gegensätzen geprägt ist. De Beauvoir geht zum einen der Frage nach, wieso Frauen als das andere männlicher Subjekte konstruiert worden sind und dies in detaillierter Analyse nicht nur philosophischer Texte, die von Männern verfasst worden sind. In diesem Kontext findet sich ihre berühmte Formulierung, man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es. Sehr schön, ich habe gar keine Replik. Ich war... Nächte, Gedicht 7. Innige Nächte, Glutenqual, Zitterblut, Wonne schmerzhaft umeint, siebennächtig Brunst, peitscht Feuer, Blitz, zuckende Schwüle, oh, wenn ich das Fischlein baden könnte. Zag dein Innen, zittert entein, giert schwül, herb, du Duft der Braut, Rosen gleißen im Garten, schlank, stachelt Fisch in peitschen Luft, Wunden, Knie, Wogenbrandung, Wonne, wenn das Fischlein fliegen könnte. Ich umwoge, innen jaucht, peitscht, still Inbrunst, überquillt schrill, kniet Tau auf dem Fischlein. Es schlüpft seine Beinchen, weiße Beinchen hat das Fischlein, weiße Augen hat der Tod, festpeitscht innig Nacht, ich zerwoge bleich müde, blaut qual Sonne. Kurt Schwitters. Ich habe eine kurze Antwort darauf. Werte Frau und Gönnerin, teile Ihnen ergebenst mit, dass ich meine ganzen Bedürfnisse gerne in einer wollenen Unterhose zum Ausdruck bringen möchte. Herr Schrabbel grüßt höflichst. Aus diesem wunderschönen Werk. Es fängt damit an, dass am Ende der Punkt fehlt. Und es ist eine wunderbare Handnotiz. Wunderschön. Aus dem Wörterbuch des Teufels. Fräulein, Substantiv, Neutrum. Ein Titel, mit dem wir unverheiratete Frauen brandmarken, um zu zeigen, dass sie noch im Handel sind. Frau, Substantiv, Femininum.
Ein Tier von rudimentärer Domestizierbarkeit. Seine Bewegungen sind geschmeidig und anmutig. Es frisst alles. Ihm kann das Schweigen beigebracht werden. Ich habe hier was gefunden aus Naisnin, das Delta der Venus. Auf seinem Bett liegend erinnerte sich Pierre an eine Frau, die er als 17-Jähriger gekannt hatte und die damals etwa um die 50 gewesen war. Sie war eine Freundin seiner Mutter gewesen und stand im Ruf einer gewissen Überspanntheit. Denn sie kleidete sich nur nach einer längst vergangenen Mode. Sie trug unzählige Unterröcke, festgeschnürte Korsetts und lange, überall mit Spitzen besetzte Beinkleider. Sie bevorzugte weitröckige Roben, die tief ausgeschnitten waren, sodass Pierre das kleine Tal zwischen den hochgepressten Brüsten wie eine dunkle, schattige Linie verfolgen konnte, die sich in einem Gewirr von Spitzen und Rüschen verlor. Sie war eine stattliche Frau und hatte üppiges, rötliches Haar und einen zarten Flaum auf der Haut. Ihre Ohren waren klein und zierlich, ihre Hände gut gepolstert. Besonders reizvoll war der Mund. Von einem natürlichen Rot, sehr voll und breit, mit kleinen, ebenmäßigen Zähnen, die immer entblößt waren, als wollte sie gerade in etwas beißen. Er mag es besonders, wenn es total riecht. Und das finde ich halt so süß an meinem Freund. Er sagt, hör mal, Katja, ich finde das toll. Das ist dein individueller Geruch. Animiert er dich denn zu besonderen Nahrungsmitteln, die du zu dir nehmen sollst? Bohnensuppe. Er sagt dann immer, Katja, das ist dein Geruch. Der gehört zu dir. Also musst du jetzt immer Bohnensuppe essen? Naja, nicht immer. Er mag zum Beispiel auch, wenn ich in frisch gewaschener Bettwäsche pupse. Dann kommt er so richtig angemuckelt und sagt, ah, was riechst du wieder muckelig? Und dann kuschelt er sich so richtig an meinen Popo. Wie soll ich darauf antworten? Keine Ahnung. Ich mache einen thematischen Bruch. Das finde ich super. Ja. Mascha Kaleko, Verse für Zeitgenossen. Passend zur jetzigen Situation. Memento. Vor meinem eigenen Tod ist mir nicht bang. Nur vor dem Tod derer, die mir nah sind. Wie soll ich leben, wenn sie nicht mehr da sind? Allein im Nebel taste ich totenlang und las mich willig in das Dunkel treiben. Das Gehen schmerzt nicht halb so wie das Bleiben. Der weiß es wohl, dem Gleiches widerfuhr, und die es trugen, mögen mir vergeben. Bedenkt, den eigenen Tod, den stirbt man nur, doch mit dem Tod der anderen muss man leben. Ich finde, dem kann man schwerlich was hinzufügen. Liebe Frau Weise Weiß, herzlichen Dank für Ihren Besuch. Wir sind am Ende der Donnerstagsausgabe der Satzfalten. Wir verabschieden uns, sehen und hören uns morgen wieder. Um 14:45 auf Stew One mit Olaf Reitz, Jan Kreienkamp. Unser heutiger Gast, Ava Weiß. Tschüss. Tschüss. Machen Sie es gut. Komm, vielleicht kann man das noch gebrauchen.